Also ich gehöre ja zu denjenigen, die, man wollte immer so sagen, dritte Generation Ost, die als junge Menschen den Zusammenbruch der DDR erlebt haben und die bis 1989 ungefähr dachten, dass das irgendwie das Ende der Geschichte ist und dass zwar die Menschen noch nicht hier noch für diesen Sozialismus sind, aber dass sie sich also im Laufe der Zeit auch so entwickeln werden, dass es halt einfach ein bisschen hübscher wird. Und dann war das alles zusammen und danach habe ich gesagt, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Also entweder ich fange jetzt mal an, das Zeug, was mir da erzählt wurde, wirklich zu lesen. Also Marx zum Beispiel. Oder auch von mir aus Habermann, mich einfach mal mit dem Ding auseinanderzusetzen. Und das habe ich dann auch getan und dann stellte ich fest, die Partei, in der ich da 92 eingetreten war, die PDS, in der ist das Freiheitsverständnis durchaus durchwachsen. So, nur Markus hat jetzt erzählt, wie das mit der Jugendkultur so ist, mit der schwarz-roten, etwas angestauchten, in die Jahre gekommenen. Ich habe jetzt ein paar Jahre Parteierfahrung hinter mir und das verarbeitest du dann irgendwie. Ich habe es dann mal irgendwann vor im Jahr 2009, glaube ich, in einem längeren Artikel für die Blätter für Deutschland und internationale Politik ausgewertet und mich da also mal ein bisschen mit dem eigenen Laden auseinandergesetzt. Vorhin war hier da drüben auch so ein Brett, da hätte man so sich Rotfuchs ernehmen können. Das ist sozusagen so das Gegenmodell zu der hiesigen Veranstaltung. Und kurze Zeit später war dann, und da wusste ich, dass ich alles richtig gemacht habe, in der jungen Welt die Feststellung zu lesen, dass so einer wie der, also nach so einem Text, natürlich zweifelsohne irgendwo anders hingehört als in die FDP. Und wenn irgendwas das ganze Dilemma der Linken und der Linken mit des Linken umgangs also mit dem Freiheitsbegriff ausdrückt, dann solche Texte in der jungen Welt. Und weil ich gesagt habe, ich habe das richtig gemacht, habe ich mir gedacht, für dieses Buch hier nehme ich mich derselben Themas auch nochmal an. Und ich habe mich sogar mit Zeichenvorgabe gehalten. Der Text heißt Ein Plädoyer für die Freiheit. In der politischen Linken, nicht nur, aber leider auch dort, gibt es eine unschöne alte Tradition. Die Herablassung gegenüber Individualismus und individuellen Freiheitsrechten. Das klingt in etwa so. Die freiheitlichen Errungenschaften der bürgerlichen Gesellschaft seien gewissermaßen Fassade, die den Unterdrückten das Herrschaftssystem schmackhaft machen sollen, um sie von ihrer eigentlichen, kollektiven Mission abzulenken. Es sei kurzum, bloß bürgerliche Freiheit wäre das eigentliche, das wahre, erstrebenswerte doch darüber, nämlich über den Kapitalismus hinausgehen müsse. Eigensinn und Dekadenz bedeuten folglich der sinistren Durchkreuzungsstrategie dunkler Mächte gegen die allgemeine Befreiung der Massen auf den Leib gegangen zu sein. Die kollektiven Interessen verraten zu haben, sich auf sein kleines, privates Glück zurückgezogen zu haben. Nun ist die ideologische Durchdrängung des hegemonialen Freiheitsbegriffs in unserer Gesellschaft tatsächlich kaum zu übersehen. Er wird immer dann deutlich, wenn die Freiheit des Individuums beschworen wird, ohne auf die materiellen Voraussetzungen ihrer Verwirklichung hinzuweisen. Wenn etwa die Epigonen des Neoliberalismus unabhängig das hohe Lied des Individualismus singen und den Markt der Lebensmittel preisen. Diesem Freiheitsbegriff liegt natürlich eine ganz spezifische Vorstellung von individueller Freiheit zugrunde. Es ist die Ich-AG, der emporstrebende Einzelkämpfer in allen Bereichen der Lebenswelt, die immer stärker ökonomischen Imperativen und der Regentschaft der Märkte unterworfen ist. In dieser Logik wählen die aus traditionellen Bindungen freigesetzten Individuen in ökonomischer Rationalität zwischen verschiedenen Lebensstilen, erhöhen ihr Humankapital und schrauben nach Belieben an ihren Bastelbiografien. Klassenunterschiede gibt es hier nicht. Anstelle von sozialer Ungleichheit ist von Differenzierung und Mobilität die Rede. Außer Acht bleibt, dass die soziale Position des Individuums in einer von Herrschaftsverhältnissen durchzogenen Gesellschaft seine Möglichkeiten bestimmt und dass dieses globale Spiel mehr Verlierer als Gewinner kennt. Dieses Freiheitsbekenntnis der Konservativen und Neoliberalen führt den einstmals mit politischer Empathie verbundenen Begriff der Freiheit als ein politisches Ideal einer gesellschaftlichen Befreiung von Fremdbestimmung und Klassenunterschieden auf die Schrumpfstufe eines ideologisierten und individualistischen Hedonismus am Markt herunter. Es bildet den Background-Core, der die Zerstörung sozialstaatlicher Sicherungs- und Umverteilungsmechanismen legitimieren soll. Euphemistisch sprechen die Ideologen des Neoliberalismus von der Stärkung der Eigenverantwortung, wenn denjenigen, die ohnehin nichts oder kaum etwas haben, noch die nächste soziale Zumutung in ihre Lebensrealität gezogen wird. Der Lack dieser Freiheitsverheißung ist freilich dünn und platzt schnell ab. Denn spätestens, wenn es darum geht, die sozialen Folgen einer ungehemmt marktförmig organisierten Gesellschaft zur Kenntnis zu nehmen, singen die selbsternannten Freiheitswächter ein gänzlich anderes Lied. Recht und Ordnung, Sitte und Anstand, Überwachung und Präventionsstaatlichkeit in der Risikogesellschaft. Ab- bzw. Ausgrenzung, traditionelle Familien- und patriotische Werte statt individualistisches Chaos bis hin zur Mobilisierung der Volksgemeinschaft im Wir gegen die anderen.
All das ist schnell herausgekramt und wird wirkungsvoll in Stellung gebracht, wenn es zu verhindern gilt, dass die sozialen Verhältnisse außer Kontrolle geraten. Für eine auf Gesellschaftsveränderung orientierte Linke ist es allerdings fatal, sich in der bloßen Negation der gesellschaftlichen Verhältnisse mit möglichst anklagendem Duktus zu befallen, jegliche Form der bürgerlichen Freiheit abzulehnen und zu bestreiten, die real vorhandenen Emanzipationspotenziale ungenutzt zu lassen und auf ein postkapitalistisches Ende der Geschichte zu kommen. Bereits Marx' Kritik sah durchaus die Ambivalenz der bürgerlichen Freiheit und Gleichheit unter kapitalistischen Verhältnissen. Er erkannte, dass das Freiheits- und Gleichheitsversprechen einerseits tatsächlich einem Aspekt der gesellschaftlichen Wirklichkeit entspricht. Die Vertragspartner eines Arbeitskontrakts sind rechtlich frei und sie sind gleich. Im Vergleich zu vorhergehenden Strukturen gesellschaftlich bezahlter Herrschaft, wie der Sklavenhaltergesellschaft oder des Feudalismus. Gleichzeitig sind die sozialen Voraussetzungen ausgeblendet, unter denen die Vertragsverhältnisse zustande kommen und die es reproduziert. Welche Chance hat der doppelfreie Lohnarbeiter, als in den Arbeitsvertrag einzuwilligen? Welche Herrschaft vermittelt sich über das Arbeitsverhältnis und welche konkreten sozialen Folgen hat es, ohne Erwerbsarbeit dazustehen? Hierin Freiheit wirklich realisiert zu werden, ist natürlich unmöglich. In kapitalistischen Verhältnissen, auch und gerade in ihrer heutigen neoliberalen Ausprägung, ist das Freiheitsversprechen notwendig, wahr und falsch zugleich. Individuelle Freiheit ist in unserer Gesellschaft nicht einfach nur unvollständig realisiert, sondern untergräbt sich, wie die Philosophin Raya Jegi richtig beschreibt, auch noch in der Art und Weise ihrer Realisierung selbst. Diese Praxis wird in vielen, weitaus subtileren Formen wirksam, als in der Behauptung, jeder sei seines eigenen Glückes Schmied. Marx' Perspektive ist hier die des immanenten Kritikers. Er sieht einen Vorschein des Neuen im Alten, schon angelegt und erkennt, nicht auf die abstrakte Negation der bürgerlichen Freiheitsrechte kommt es an. Nötig ist die Transformation des bürgerlichen Freiheitsbegriffs hin zu einem volleren Begriff von Freiheit. Eine Transformation, in deren Zuge weder die bestehenden gesellschaftlichen Normen noch die Praktiken unberührt bleiben. Anstöße für eine solche Transformation des hegemonialen Freiheitsbegriffs zu geben, die ihn ernst nimmt, zugleich aber die materiellen Bedingungen der Freiheitsverwirklichung einschließt, das wäre Aufgabe einer emanzipatorischen Linken. Bedauerlicherweise hat sich jedoch ein das linke Denken verkleisternder dogmatischer Grundbestand an Vorstellungen weit über den Kern der dogmatischen Linken hinaus als recht beharrlich erwiesen. Er liegt wie ein Schatten über den heutigen linken Diskursen und Interventionen. Die Sehnsucht nach einem grundlegenden Bruch mit den vorgefundenen Verhältnissen mündete in ihre fundamentale Verneinung. Individuelle Freiheitsrechte sind danach nur die Fassade des faulen Kapitalismus, Rhetorik zur Massenintegration. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Wo aber etwas wirklich Neues entstehen soll, muss das Alte gründlich ausgemerzt werden. Emanzipationsfortschritte ohne grundlegenden Bruch sind demnach nicht zu erwarten und auch nicht möglich. Es gibt nichts Gutes, solange nicht das Grundübel selbst, der Kapitalismus, beseitigt ist. Deshalb kann es natürlich auch keine Ansprüche an ein erfülltes Leben im Hier und Jetzt geben, jenseits der mit Askese verbundenen Verpflichtung zum revolutionären Kampf. Dies bedeutet im Umkehrschluss, der Kapitalismus muss notwendig in seinen schwärzesten Farben gezeichnet werden. Die Massen sollen sich ja empören, spontane Bewusstseinsbildung und Massenorganisation bewerkstelligen, die Gesellschaft von Grund auf neu und unterdrückungsfrei organisieren. Die realen und mühsam erkämpften Emanzipationsfortschritte innerhalb der bürgerlichen Ordnung und innerhalb der kapitalistischen organisierten Ökonomie müssen aus einer solchen Perspektive verblassen und pauschal als falsche oder dekadente Freiheit denunziert werden. Damit wird gleichzeitig ein linkssozialistisch-demokratisches Erbe geschmäht und geschliffen. Denn wurde die Fahne der Freiheit nicht von den progressiven Bewegungen und Kräften immer wieder nach vorn getragen und hochgehalten? Aufklärung und Emanzipation, die Hoffnung auf eine vernünftige solidarische Gestaltung der sozialen und Lebensverhältnisse, all das ist in der Linken zu Hause. Es war doch gerade das liberal-konservative Lager, dem Schritt für Schritt jede noch so kleine Veränderung der Gesellschaft hin zu einem menschlicheren Miteinander in harten Kämpfen abgerungen werden musste. Soziale und Bürgerrechtsbewegungen haben versteckte Hierarchien und soziale Ausschlussmechanismen, wie die patriarchalen, heteronormativen Familienbildern, auf denen die wohlfahrtsstaatlichen Systeme des Postfeudalismus stets beruhten und auf denen die verbliebenen Rudimente des Wohlfahrtsstaats auch heute immer noch in hohem Maße ruhen, aufgedeckt, angeprangert und politisch bekämpft. Die feministische Politologin Nancy Fraser hat analysiert, wie diese verknöcherten, autoritären staatlichen Strukturen zwar einen gewissen Ausgleich zwischen den sozialen Klassen angestrebt,
ja, und während des Keynesianismus ja auch ermöglicht haben. Gleichzeitig hat sie jedoch auf die überkommenen, haben sie jedoch auf die überkommenen Ungleichheitsverhältnisse etwa zwischen den Geschlechtern, Ethnizitäten oder unterschiedlichen Lebensentwürfen beständig reproduziert und dadurch konserviert. Auch daher wird die Skepsis verschiedener Emanzipationsbewegungen gegenüber den Fähigkeiten und Möglichkeiten des Staates, die zu teilen in einer allzu unkritische Haltung gegenüber möglichen individuellen Freiheitsgewinnen durch eine Festlegung des Marktes auf sämtliche Bereiche des menschlichen Lebens mündete. Fraser betont demgegenüber zu Recht, dass gegenüber dem Freiheitsverständnis des liberal-konservativen Lagers größte Skepsis angebracht ist. Die Ausweitung des Marktes verändert Herrschaft, aber sie schafft sie nicht ab. Stattdessen spielt der Neoliberalismus die Individuen gegeneinander aus und stilisiert sich dabei selbst noch als emanzipatorischer Aufstand. Uns muss doch aber auffallen, dass sich die negative Solidarität der Eliten, die moralisch gefärbte konservative und ordoliberale Fundamentalkritik am Individualismus und am Verfall der Werte, Folgen des flexibilisierten Kapitalismus, gegen nichts anderes richtet als gegen die emanzipatorischen Freiheitsgewinne selbst. Hier entgegenzuhalten ist Aufgabe einer aktiven, modernen und einfachen Linken. Die selbstbezogene, defensive Linke leugnet die realen Emanzipationsfortschritte schlicht. Doch nicht die Emanzipationsfortschritte sind klein zu reden, sondern wir müssen die Mentalität angreifen, die besagt, dass mehr eben nicht drin sei. Dazu gehört auch, die gefährliche Liebschaft der Emanzipation mit dem Neoliberalismus aufzubrechen. Zunächst muss die Linke erkennen, dass der Wunsch nach einer fundamentalen Negierung der Verhältnisse in der Vergangenheit allzu oft zu einer erschreckenden Ausblendung der zutiefst reaktionären und repressiven Folgen führte, die ein Primat des verordneten Kollektivs über die Individuen hatte. Nicht jede sogenannte nationale Befreiungsbewegung ist progressiv. Niemals dürfen wir uns nach der großen Volksfront sehnen. Schon das Beispiel der naiven Euphorie Michel Foucaults über die islamische Revolution im Iran zeigt, wie anfällig selbst die kritischsten Geister und Intellektuellen für den zweifelhaften Charme des repressiven Kollektivs sein können. Außer Frage steht, dass das Einfordern und Erkämpfen individueller Freiheitsrechte, das Beharren auf dem Recht jedes Menschen auf Dissidenz und Eigensinn nicht dazu führen darf, die kollektive Emanzipation aus dem Auge zu verlieren. Denn das Recht jedes Einzelnen, von den Zumutungen einer Kultur der Rücksichtslosigkeit verschont zu werden und die Möglichkeiten der freien Entfaltung des Einzelnen hängen doch entscheidend davon ab, wie eine Gesellschaft organisiert ist. Freiheit ist eben nicht die Freiheit zu jedweder Rücksichtslosigkeit. Freiheit ist vielmehr zum einen die Möglichkeit der vielen Einzelnen, ihre je besonderen Entwürfe von einem guten Leben ohne Angst vor Ausgrenzung und Absturz verwirklichen zu können. Freiheit ist aber zum anderen auch die Fähigkeit eines gesellschaftlichen Systems, diese Räume der persönlichen Freiheit bereitstellen zu können, sie zu schützen und die Steuerung gesellschaftlicher Entwicklung durch politische Willensbildung gesellschaftlicher Mehrheiten zu ermöglichen. Dass sich die Realisierung von Freiheit gerade auch in der Organisation der Gesellschaft in den sozialen Verhältnissen manifestieren muss, darin sollte sich die Linke einig sein. Und da darf sie auch nicht zurückweichen. Aber die Erkenntnis darf niemals die Bereitschaft nach sich ziehen, individuelle Freiheitsrechte zugunsten eines realen oder eines imaginierten Kollektivs einzuschränken und sie dem vermeintlichen Wohl einer Gruppe, Nation oder Klasse zu opfern. Es wäre unvereinbar mit den Zielen einer emanzipatorischen Linken, das reibungsfreie Aufgeben des Individuums im Kollektiv anzustreben. In seinem Aufsatz »Der Sozialismus und die Seele des Menschen« hielt Oscar Wilde ein von einigen klassistischen Dünkeln übertünchtes leidenschaftliches Plädoyer für den Sozialismus. Und zwar, Zitat, weil er zum Individualismus führt. Nur der Sozialismus, so Wilde, sei imstande, die persönliche Autonomie und Selbstbestimmung, die die materielle Sicherheit eines großbürgerlichen Lebens einem relativ kleinen Teil der Bevölkerung zumindest bis zu einem gewissen Grad ermöglichte, durch den Aufbau der Gesellschaft für ausnahmslos alle Menschen zu verwirklichen, durch den Aufbau der Gesellschaft auf einer Grundlage, die Armut unmöglich macht. Dabei grenzte er sich zugleich scharf von allen autoritären Sozialismusvorstellungen ab. Zitat: Autoritäre Gewalt und Zwang können natürlich nicht in Frage kommen. Alle Vereinigung muss ganz freiwillig sein. Nur in freiwilligen Vereinigungen ist der Mensch schön. Ein freiheitlicher Sozialismus, eine Gesellschaft, die jedem Menschen den gleichen Wert beimisst und dennoch die Vielfalt und Einzigartigkeit der Individuen akzeptiert,
die Widerspruch und Dissidenz fruchtbar machen, statt die Unterordnung unter das Kollektiv einzufordern. Dafür muss eine emanzipatorische Linke eintreten. Dazu gehört natürlich zunächst der Kampf für die Erhaltung und den Ausbau der Emanzipationsfortschritte innerhalb des Kapitalismus, für Räume gesellschaftlicher alternativer Innovation. Dazu gehört das Eintreten für Autonomie und Selbstverwirklichung, für Bürgerrechte und Demokratie und die Kritik des Bestehenden mit seinem irreführenden konservativ-liberalen Freiheitsparadigma. Dazu gehört schließlich der Blick für die kleinen Risse und Widersprüche im Gesellschaftsgefüge, wo es Parteien zu ergreifen gibt. Eine treffende Gesellschaftskritik muss keine Aussagen über die Idealform des Zusammenlebens von Menschen treffen, wenn sie feststellen möchte, dass bestimmte gesellschaftliche Praktiken zurückgedrängt werden müssen, weil sie vorhandene Selbstbestimmung zerstören und Emanzipationsräume vernichten. Schauplatz dieser Auseinandersetzung ist insbesondere die Ökonomie. Die Kritik gilt dem totalen Ökonomismus. Aber das Thema moderner linker Gesellschaftskritik besteht nicht mehr in Zukunftsgewissheiten. Die Linke muss raus aus der Selbstbeschränkung, jegliche gesellschaftliche Veränderung unterhalb der Abschaffung des Kapitalismus lohne den Einsatz nicht. Diese Geringschätzung und Herablassung gegenüber Veränderungen im Hier und Jetzt bestärkt lediglich das pessimistische Grundmuster des neoliberalen Mantras, jedes noch so kleine Denken und handelnde Alternativen sei zwecklos und Freiheit eben nur zu den gegenwärtigen Konditionen zu haben. Weder die gesellschaftliche Linke insgesamt noch die Partei Die Linke dürfen den Freiheitsbegriff den hohen Priestern des totalen Marktes überlassen. Eine Linke, die den Anspruch auf Gesellschaftsveränderung erhebt, muss mit viel Leidenschaft, kraftvoll und engagiert für die Freiheit eintreten. Sie muss ihren Beitrag leisten, um die, um es noch einmal mit Nancy Fraser zu sagen, oberflächliche Liaison zwischen Emanzipation und Neoliberalismus zu durchbrechen. Um sich dem Ziel der universellen Emanzipation zu nähern, dem Ziel einer Gesellschaft, in der die freie Entwicklung eines jeden die freie Entwicklung aller ist.